Nachgucken, ja. Alles aufgefüllt. Will ich lieber irgendwie nochmal quatschen oder so? Ne, ihr lauft weg. Da hatten wir schon alles. Da auch. Wie hier nochmal kurz reingehen. Ne, ja. Dort. Der Verkaufsautomat sieht schon so steinig aus. Oh, Gigatrank. 10 Stück habe ich im Besitz. Egal, ich will noch so ein paar davon haben. 7 Stück kaufen wir nochmal dazu. Ja, all die Dinger sind gut. Können wir gebrauchen. Ja, einfach gemütlich der Tag. Trotz Wäschewaschen. Wäschewaschen ist ja auch keine Arbeit. Muss ich erstmal dazu sagen. Ja. So, eröffnen wir mal Tor Nummer A. Mal schauen, was dahinter ist. Was ist denn hier passiert? Labyrinth ohne Wächter. Willst du vielleicht eine Bohne? Bist du bescheuert? Ruhe jetzt! Volker, ich grüße dich. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich hoffe, es geht dir gut. Und danke für deine... geile Unterstützung. Die Unterstützung war gerade super geil. Autsch! Könntest du mal aufhören, mich damit anzugreifen? Alter, der geht ja gleich richtig ab. Ich hoffe, es geht dir gut. Auf Nummer 6. Ja, mir geht's gut. Zwar ein bisschen heute vom Tag wieder ein bisschen genervt wegen dem Lehrgang, aber ansonsten alles super duper. Tja. Er kriegt von mir das Ding nur und zurück, aber es passiert nichts. Autsch! Alter, was ist mit dem denn verkehrt? Oi. Und keiner hat Lakritz mit, damit man doch den drei. Ja, nun, wir haben Lakritz einfach vergessen. Ne? Autsch, wieder voll abgekriegt. Autsch! Das war jetzt die Attacke. Wie, du kannst mit deinem Arsch... Alter, der kann... Der kann mit seinem Arsch sogar Feuer spucken. Richtig noch einen Blick. Das ist sogar Synchrofähigkeit. Ziehen wir einfach mal mit rein. Kostet die Magie wenigstens erstmal nichts. So. Tick. Erstarre!
Schönchen? Ausgezeichnet. Das Spiel ist aus. Und tschüss. Los. Ui, Alter, der geht ja gerade so richtig ab. Holger, vielen lieben Dank für die weitere Unterstützung. Du bist einfach Sahne. Du bist der Beste. So, Fiana ist auch dabei. Grüße dich. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich hoffe, es geht dir gut. Schöne Grüße an deinen Mann. Ich würde es ja krass finden, wenn wir auf den Kopf spielen müssten. Schockzustand bringen. Das wird heftig. Mal gucken, ob es klappt. Oder Brust? Ja, wir nehmen die Brust. Es wird kalt. Das ist so fies. Das habe ich alles reingedonnert. Hat er sich geflogen. Hätte ich vorher gewusst, dass ich gegen einen Drachen kämpfen muss, hätte ich mein Element gewechselt. Ja, genau so. Hohe Atemstufe 3. Mag ich nicht, gefällt mir nicht. Nein. Wieso kann ich jetzt einen roten Drachen nicht angreifen? What the fuck? Danke für die Grüße! Ja, mir geht's soweit auch gut. Nur ein bisschen gestresst, aber ansonsten... Alter, wie soll man dem denn ausweichen, der Kacke? Ja, das ist lieb von der Frau, du. Nee, da mit der Frau willst du dich echt nicht anlegen. Geht es wieder? Du machst dich richtig alle. Mutest dir zu viel zu. Der lässt mir jetzt aber auch gerade, ne? Und weiter geht's. Nicht gerade viel Ruhe. Autsch. Tiefer stand da ja auch, ne? Oh, fuck! Keine Sorge, ich übernehme! Fuck, fuck, fuck! Alter, was? Der ist aber richtig hart. Ja, ich würde es auch total hypen, wenn Vincent auch mitmachen könnte. Also im dritten Teil muss er definitiv mitmachen. Wäre sonst, ne? Echt blöd. Was mich ja jetzt gerade gekostet hat, ist, dass ich ja bei der Attacke da der einen dann nirgendwo hin konnte. Das komplett umgeworfen. Ach, noch. Wir sollten sie nutzen. Gut gemacht. Hä? Wieso kann ich die Steinsäulen angreifen? Ich hab mal erwischt.
Ja, ja, nun, hörst du mal auf, mich anzuknabbern. Wie kann ich nichts, die sollen mich angreifen? Ich vermute mal, dass ich die erst nur angreifen kann, wenn er sie erhitzt hat. Ja. Ja, das geht dann wieder doch nicht. Das ist wieder zu lang. Komm, hier, 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 hier. Oh, Mädchen, Mädchen, was machst du denn da? Das ist jetzt aber gerade richtig. Kopf zerstört? Es sieht jetzt nicht danach aus, dass der Kopf zerstört ist. Ja, ja. Oh, den hat er richtig abgekriegt. Ja. Wieso kann ich... Also, der hat gerade auch selbst ausgelöst. Aber ich hab doch eben gerade nachgesehen und bin doch eben gerade noch draufgegangen. Ich hätte mal mein Element wechseln können. Jetzt sagt mir ja wieder keiner Bescheid. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Ja klar, dein Scheißhieb geht da durch. Kopftreffer. Yes. Du bist am kräftigsten dafür. Schrei ihm ordentlich einen über den Latz. Mal gucken, ob Kiefer es noch hinkriegt. Das wäre super. Ja, perfekt. Wieso kriege ich keine Füllleiste für Bahamut? Das gefällt mir nicht. Pissig. Der ist super pissig. Hey, könntest du vielleicht mal hier bleiben, wenn ich schon auf dich versuche einzuprügeln? Voll, voll! Großer Drache! Was denn? Oh nein, wie soll ich den denn da aufhalten? Ich kann den nicht auswählen! Jetzt? Alter, das kostet! Tut mir leid. Au! Sie hat zwar den Limiter frei, aber das bringt so rein gar nichts. Ja, Gigaspray haben wir noch. Perfekt. Schatz, ich habe einfach mal so eine Frage. Ist nicht zufällig dein Drache oder so?
Boden hast du nicht. Okay. Ich kann sogar in die Luft schießen, der Arsch. Ares, Limiter, heilender Wind. Autsch. Ja, ist ja gut. Da musste einer gerade einstecken, der. Das Seiler ist schon nicht schlecht. Irgendwelche letzten Worte? Ey, nicht abholen, ich war gerade dran. Das hasse. Alter. Komm hier nicht. Oh, diesmal sind die Flammen jetzt nicht so zu uns gekommen. Nur mein Glück gehabt. Alter, Vater. Jetzt kriegt erstmal noch Volker, weil er einfach so ein geiler Typ ist. Kriegt er nochmal ein Herz von mir. Gib mal im Chat einen Hashtag Volker. Liebe. Das wäre ganz toll. Das hat er verdient. Geht er nicht auf mich? Was er macht dann jetzt? Will ich riskieren? Währenddessen muss Tifa uns mal schnell heilen. Ah, Tifa war nicht zu spät gewesen. Wie soll Mädchen in der Bedrohung hinkommen? Tifa. Nee. Oh, perfekt. Der wirkt jetzt richtig hoch, ne? Zieh dich zurück. Und tschüss. Er hat's irgendwie gerade nicht auf mich abgesehen, ne? Es wird kalt. Was macht er denn jetzt? Der Typ! Dieser Drache! Ja, jetzt startet er wieder hoch, ne? Ja. Nutzt dir deinen Flügel, du! Ich bin noch in der Luft. Mächtig weh.
man weiß nie, ne? Ah. Ah, du bist ein Arsch! Die ganze Zeit spuckt der anders und jetzt so rum. Er ist so ein Arsch. Damit sollte es wieder gehen. Ich zähle auf dich. Lass mich mal. Naja, jetzt kann er nichts mehr abrichten. Jetzt geht das nicht mehr. So. Kommt von mir noch, nämlich noch Volker, Hashtag Volker Liebe. Muss ich auch noch mit reinwerfen. Ja. Also abrichten geht gar nichts mehr, weil er ist hin. Aber mal ganz ehrlich, wenn die Frau irgendwo zutritt, ne, dann uhuhu. Die Frau möchte man echt nicht verärgern. So, jetzt benutze ich erstmal hier noch schnell die Parkbank. Um uns wieder komplett aufzuheilen. Ganz wichtig. Kann man nicht einmal in Ruhe Albträume haben? Wer seid ihr? Sie ist nah. Die Verschmelzung der Welten. Die Reunion. Beeil dich, Cloud.